Und damit hallo und herzlich willkommen zu Obscuritas, am Mikrofon euer Omnibusfahrer. So, ich habe jetzt die Sicherung mal eingesammelt. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Zu Strom ausgefallen. Ja. Also, der Hund ist noch unterwegs, das höre ich gleich. So, und hier ist also die Leichenzerfledderungsanstalt. Leichenaufbewahrungsdings da. Auch wieder alles ohne Strom, kein Licht mit dabei. Funktioniert mein Mikro übrigens? Ja, doch, das funktioniert schon. Sehr gut. Ja, aber keine Ahnung, was ich jetzt hier soll. Ich will ein neues Kapitel, einen neuen Checkpunkt finden. Sonst muss ich das da oben mit der Sicherung nochmal machen. Ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich weiß. Ich habe jetzt einfach mal drauf los aufgenommen. Ich habe jetzt einfach mal das Spiel gestartet und wollte mich eigentlich ein paar Mal mit dem komischen Hund da oben schlägern und dann habe ich mir gedacht, ach komm, suchst du doch jetzt einfach mal, wo die Sicherungen sind und nimmst du dann beim nächsten Mal mit, aber jetzt dachte ich mir, komm, startest du einfach mal drauf los, die Aufnahme. Und ja. Ist jetzt, wie gesagt, ja, ist jetzt hier ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, ohne großartige Begrüßung und so weiter. Aber irgendwo muss doch jetzt der Schlüssel liegen. Bin jetzt zu blöd. Ich muss jetzt nicht nochmal nach oben fahren mit dem Aufzug, oder? Wo ist er denn übrigens? Da ist der Aufzug. Kann ich da nochmal rauffahren? Tatsächlich. Muss ich da jetzt oben noch meinen Schlüssel suchen? Ach so, jetzt geht's da wieder los. Ich hätte doch vorhin gleich in der Morgue den Schlüssel suchen sollen. Und ja, das Blut fließt immer tiefer. Sehr schön. Aber ich weiß jetzt gar nicht, muss ich hier oben oder unten einen Schlüssel suchen? Es wäre mir ja viel lieber, wenn ich unten einen Schlüssel suchen könnte. Und wenn man unten aus dem Aufzug rausgeht, wenn es dann nochmal einen Checkpunkt geben würde, das wäre super toll. Mach bloß die Tür wieder zu, ich will nach unten fahren. Jetzt müsst ihr das leider noch ein bisschen ertragen, die Aufzugsfahrt hier. Irgendwo muss ja dann da unten ein Schlüssel liegen.
So, jetzt aber. Kann ich hier irgendwo einen Schlüssel finden? Ich möchte jetzt das hier auf jeden Fall nochmal zu Ende kriegen. Dass ich dann in der nächsten Folge wieder ordentlich einsteigen kann. In Obscuritas. Aber hier ist nichts. Nö. Hier ist nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe auch keinen Schlüssel. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Oder geht's da vorne nochmal irgendwo einen Zettel zum Lesen? Aber ich glaube es fast nicht, oder? Gibt's hier irgendwo einen Zettel? Nein, hier ist nicht zu. Okay. Hier ist noch offen. Vielleicht muss ich dann hier irgendwo einen Schlüssel finden. Vielleicht liegt hier hinten im Dreck ein Schlüssel? Nein. Das sehe ich keinen. Liegt hier vielleicht ein Schlüssel drin? Kann ich da drauf? Nein. Kann ich da reinhüpfen? Auch nicht. Ja, und dann ist jetzt nur noch hier diese Tür. Saublöd. Saublöd. Jetzt muss ich da oben, wo der Hund herumläuft, noch irgendwo einen Schlüssel befinden, so es ausschaut. Ich schaue jetzt hier nochmal die ganzen Becken durch, aber... So es ausschaut, ist hier kein einziger Schlüssel. Sehr komisch. Und warum es hier auch keine Lichtschalter gibt, das werde ich ja nie verstehen. Ich meine, dass es hier keinen Strom gibt, kann ich ja nachvollziehen. Aber dass es hier auch nicht mal Lichtschalter gibt, das ist ja schon ein bisschen arg komisch. Da ist nichts drin. Ach ja. Da ist nichts drin, okay. Ach, ich muss ganz nah rangehen. Nein, das bringt mir auch nichts. Aber wahrscheinlich muss ich näher rangehen, als mir lieb ist. Da ist auch kein Schlüssel drin. Kann ich nur die mittleren Dinge aufmachen? Nein, ich konnte auch das untere aufmachen. Da ist noch eins. Da ist auch kein Schlüssel drin. Ist hier irgendwo was? Nein. Schauen wir mal hier. Ist hier noch irgendwo ein Schlüssel? Hey. Ja, ständig laufe ich da dagegen. Hier muss noch ein Schlüssel sein. Ja, hier ist ein Schlüssel. Ha, siehste. Ich denk's mir doch. Ich denk's mir doch, dass hier noch irgendwo ein Schlüssel sein muss. Und wir gehen ins nächste Kapitel. Ja, sehr schön. So, dann schauen wir uns hier unten mal weiter um, was es denn jetzt hier zu sehen gibt. Ach, das ist dieses Ding hier. Da muss jetzt irgendwie durch. Durch dieses Labyrinth an gefährlichen Spitzen hier. Wow. Warte mal. Es fährt langsam hinter, schnell hinter und langsam wieder zurück. Ich kann gar nicht so weit schauen. Ich sollte mich versteckt halten. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Oh, das war ganz knapp.
So. Hat er noch bis zurückkommen? Zack, weg. Okay. Langsam weiter vortasten. Okay, dann haben wir hier so ein komisches Ding. Aber wofür? Bitteschön. Wofür macht man sowas? Hier ist eine Falle. Und die ist hundertprozentig scharf. Da gehe ich nicht rein. Die ist hundertprozentig scharf. Oh. Ja, klasse. So. Dann bin ich hier die Falle umgangen. Okay, aber man hat lang genug Zeit, da hier vorbeizulaufen. Gibt es dann da hinten noch irgendwas zu sehen? Nein. Okay, jetzt habe ich die Fallen auch umrundet. Oh, nee. Ah, okay. Ja, und jetzt. Wow. So, nochmal warten. Boah, da muss man da so schnell Dingens durchgehen. So, und jetzt. Boah. Okay. Hier kann auch wieder sein, dass da was rumfährt. Ich will erstmal abwarten, bevor hier was. Oh, ist da was rumgekommen? Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich nicht aufgepasst. Wahrscheinlich war das nur ein Lichtflacker. Da sehe ich nichts. Hier oben ist auch nichts. Okay. Scheint alles sauber zu sein. Da vorne ist eine gelbe Lampe. Checkpoint erreicht. Na, ganz große Klasse. Boah. Diese Lampe da, die nervt. Hey, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Leute, ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da nochmal irgendwie durchkommen. Okay, der ist da sehr schnell unterwegs. Ich stelle mich mal hier hin, weil hier scheint es sicher zu sein. Wenn er nur nicht diese Lampe da wäre, die nervt. Dann mal. Okay, Scheibenkleister. Warte mal, jetzt ist er an. Kriegen wir nochmal Batterien ein. Da passiert mir jetzt nichts. Gut. Oh, mitten voll in das Ding reingerannt. Scheibenkleister. Ach, okay. Aber der Weg zumindest, glaube ich, war mal nicht schlecht. Licht an, Batterien rein und warte. Komm. Und raus. So, hier. Dann warten. Hier rüber. So, gut. Jetzt warten wir mal.
Und darüber. So. Hier hören die Schienen auf. Da scheine ich sicher zu sein. Okay, hier sind zwar auch Schienen, aber da ist nichts. Hui, wo geht's denn hier hin? Alles klar. Jetzt sind wir wieder draußen. Wir sind draußen aus dieser schrecklichen Dings. Und es geht irgendwo nach unten. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Ha! Ah, da sind Batterien. Na Gott sei Dank. Das ist ja wunderschön. Oh, jetzt muss ich durchs Wasser laufen. Igitt. Ein Labyrinth. Na, dankeschön. Labyrinthen bin ich ja super. Bin ich ja richtig super drin. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo Batterien? Ja, hier sind auch noch mal Batterien. So. Und dann laufen wir mal über die Brücke drüber. Wow, okay. Noch mal Batterien in der Nähe? Nein. Was ist hier? Gar nichts. Nur ein Loch. Gut, hier war die Brücke, von der kamen wir. Da sind wir gekommen und jetzt schauen wir mal. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da ist auch nochmal ein Loch nach oben. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber manchmal muss ich sagen, also, das mit den Fallen ist ja eine gute Idee. Beziehungsweise andersrum muss ich sagen, das Game an sich ist toll. Aber ein paar mehr Checkpoints wären nett gewesen. Zum Beispiel dieser Checkpoint, dass man, nachdem man den Aufzug verlassen hat, unten im unteren Stockwerk, dass es dann da einen Checkpoint gegeben hätte. Das wäre schon toll gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den linken oder den rechten Gang wählen soll. Aber ich glaube, die führen sowieso wieder zusammen. Hä? Willst du mir jetzt Angst machen, du komisches Viech, oder was? Da kommen wir nicht durch. Können wir im Außen rumgehen? Da gluckert's überall. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Da ist ein Licht. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Aber da komme ich nicht durch. Da komme ich aktuell nicht durch. Muss ich außen rum gehen. Oh. Muss jetzt irgendwann schwimmen oder... Wahrscheinlich. Muss jetzt hier schwimmen. Wie man sich nur das alles ausdenken kann. Hä? Aha. Es geht also doch noch weiter. Dachte, jetzt wird das Spiel wieder beendet.
Da wollte man mich bloß hierher locken zu diesem komischen Ding da. Und dann ist das ein Ding aufgetaucht. Na prima. So, nicht gerade nett. So, mit Blick auf die Uhr war es das dann jetzt auch schon wieder von dieser Folge. Ich wünsche euch dann noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Busfahrer. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Obscuritas. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Ja, in der letzten Folge haben wir die 3 Sicherungen eingesammelt. Für den Aufzug sind unten der Morgue entkommen und sind jetzt hier in einem Labyrinth gelandet. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder irgendwie rauskommen. Hier geht's noch weiter. Ich sehe fast gar nichts. Machen wir mal Batterien austauschen. Lass uns mal ein bisschen schneller laufen hier. Oder bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Renne ich jetzt wieder zurück? Nein, sieht nicht so aus. Hier geht's nicht weiter. Dann muss ich da weiter. Aha, hier geht's weiter. Siehst du mal. Da geht's rauf. Oh, Hilfe, wo bin ich denn hier gelandet? Die Taschenlampe ist auch nicht gerade die stärkste. Hätte ich jetzt meine MacLight dabei, ich würde sie einfach fokussieren und dann könnte man sie... Dann könnte man ein bisschen in die Weite schauen. Das geht aber mit dieser hier gerade nicht. Und wir haben hier eine Tür. Ah, da geht's weiter. Der Spielstand wurde gespeichert. Jawohl, wunderbar. Sehr schön. So, wir sind jetzt wieder bei Mondschein und draußen unterwegs. Das freut mich ja ganz wunderbar. Und wir haben ein Labyrinth. Oh, klasse. Und ich habe jetzt hier keine Ahnung, was ich machen muss. Und drum hänge ich diese Folge jetzt einfach an die vorherige dran, wo ich mich verabschiedet habe. Und möchte sagen, dass ich dieses Labyrinth hier in einem Livestream wahrscheinlich machen werde. Ja. Okay. Also, wir sehen uns dann im Livestream oder wann auch immer. Vielleicht mache ich doch mehrere Folgen. Macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer. So, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal. Ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.